Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei The Long Dark. Wir haben es endlich auf den Gipfel geschafft. Und jetzt können wir mal schauen, wie wir das Ganze haushalten können. Da wir ja sehr viele Sachen hier haben, muss ich jetzt erstmal alles so mitnehmen, alles mal so überprüfen, was wir nehmen und wie wir etwas handhaben. Und das ist ja eine Menge Kram. Wir sind ja jetzt schon überladen mit diesen ganzen Krempel hier. Oh ja, hier haben wir auch noch jede Menge kaputt zu machen. Wir schauen aber erstmal nach den Sachen, die wir jetzt haben. So, dann schauen wir nach Zustand. Ist schon nach Zustand. Ich würde sagen, das Messer da unten behalten wir. Dann kann das hier direkt schon mal zerlegt werden. Dann würde ich sagen, diese Säge hier zerlegen wir auch mal. Zwei behalten wir erstmal. Obwohl, wieso zwei? Eigentlich brauchen wir nur eine. Na komm, machen wir mit den Sägen weiter. Brauchen nur die mit dem besten Zustand. Die anderen können alle weg. Können wir ja notfallshalber immer noch reparieren. Falls nötig. Aber momentan haben wir ja erstmal keine Container mehr hier zum Zersägen. Vielleicht finden wir den Cockpit des Flugzeuges. Ich weiß gar nicht, wo das dann wäre. Müssen wir dann auch mal schauen. Das Jagdgewehr, das eine, können wir auch zerlegen. Wir brauchen nur eins. So, jetzt haben wir natürlich wieder ein bisschen Zeit verplempert. Jetzt haben wir Hunger und Durst. Kümmern wir uns direkt mal darum. Damit der Hunger gebändigt ist. So, dann schauen wir mal weiter. Wir haben Hammer. Die Hammer haben wir. Dann machen wir. Wir brauchen im Endeffekt gar keine hier. Wir haben ja in Coastal Highway haben wir einen Hammer. Wozu dann hier noch weitere? Einen lasse ich jetzt erstmal da, behalte ich erstmal. Ich weiß jetzt auch nicht warum. Eigentlich kann der auch weg, aber lieber mal auf Nummer sicher gehen. Dann kommen wir zu den Äxten. Wir haben jetzt zwei Stück hier. Ich behalte erstmal beide, weil wir ja Holz hacken müssten, eventuell hier, um noch ein bisschen Zeit hier verbringen zu können. Und dann wird ja eine eventuell dann auch mit der Zeit ein bisschen kaputt gehen. Von daher behalten wir es erstmal. Ich schau noch mal ganz kurz. Ja, hier haben wir auch noch Zeug. Okay, hier ist der Medikamentenkram drin. Können wir auch noch zerlegen. Wir können ja direkt alles loswerden hier. Da haben wir sowieso noch ein bisschen zu bearbeiten und dann vor allem auch die Nahrungsmittel zu verbrauchen mit der Zeit. Wie sieht es denn jetzt hier aus mit den Lampen? Das ist ja so ein Ding. Ich habe jetzt gar keinen Kanister. Wenn ich den jetzt zerlege, habe ich dann wahrscheinlich gar nichts raus, ne? Also kein Benzin. Nee. Ist eigentlich schade drum, weil da könnten wir schon ganz gut was rauskriegen aus den gesamten Lampen. Aber die wiegen halt einfach zu viel, dass ich alle mitnehmen könnte. Das wird definitiv nicht hinhauen. Na gut. Wo hatte ich hier? Ich hatte hier irgendwo auch Bast. Hier ist der Bastelkram mit drin, ja. Dann kann ich hier auch mal direkt alles wieder so reinsortieren, so wie sich das gehört. Dann kommen auch die ganzen Nähutensilien mit da rein. Ne, kommen sie nicht, weil kein Platz mehr da ist. Schwierig. Dann schauen wir mal hier. Wir haben Medikamentenkram, haben wir eigentlich nichts über, ne? Ne, nicht wirklich. Aber hier haben wir noch Feuerzeugkrams, also sprich Zünderbündel. Die Äxte kann ich auch mal so mit da reinlegen. Und alle Streichhölzer brauche ich auch nicht. Einfach mal ein paar ablegen. Klar, wiegen jetzt nicht so viel, aber immerhin. Gewicht ist Gewicht.
Ja, hier haben wir noch. Nee, das war die Bastelkiste. Hier haben wir noch Essenszeug. Da legen wir mal den Dosenöffner mit ab. Aber den anderen Kram legen wir jetzt doch erstmal wieder da rein. Zumindest haben wir jetzt ein bisschen wegräumen können. Ach, die Äxte habe ich jetzt da in dem Feuerdings. Ich dachte, ich hatte gerade Schock bekommen, dass ich die Äxte kaputt gemacht hätte. Aber nee, alles gut. Ich mache mir nur unnötig Stress. Den Hammer kann ich noch mit ablegen. Schlafsack kann ich auch erstmal mit da ablegen. So geht es definitiv wieder vom Gewicht. Erschöpfung ist relativ hoch. Klar, der ganze Tag ging jetzt flöten durch das Zerlegen. Und wir haben ja gerade erstmal angefangen mit dem Spaß. Da kommt ja noch viel mehr auf uns zu. Aber erstmal die wohlverdiente Pause nach getaner Arbeit. Ein bisschen was zu essen zu trinken brauchen wir. Nehme ich doch auch mal Tee mit. Und 1,5 Liter. So, dann schlafen wir mal 4 Stunden erstmal. Und wenn dann alles gut ist vom Zustand, gehen ein paar weitere Stunden flöten. 6 Stunden wären dann optimal, dann haben wir Tageslicht. Aber obwohl, wir brauchen ja keinen Tag, wir müssen ja eh nur auseinandernehmen. Dann reicht das so. Ja, dann kommen wir jetzt zur Kleidung. Da ist ja eine ganze Menge mit bei. Wirklich sehr viel. Und wir haben ja schon das letzte Mal ein bisschen was auseinandergenommen. Aber dennoch, in der Kälte der Nacht, zerlegen wir munter weiter. Da geht auch wieder ganz gut Zeit davon. Gut, dann haben wir auch genügend Stoff übrig. Es kam auch der Tipp, dass ich aus einem Stock ein Zünderbündel machen kann. Das will ich ganz gerne gleich auch mal testen. Oh, das sieht richtig cool aus so. So dieser Sternenhimmel mit dem Schneefall. Ja, da hat das Spiel schon wieder seine schönen Momente. Muss man ja leider sagen. Das heißt leider, es ist immer wieder überraschend, wie schön das Spiel eigentlich ist. Trotz, dass ich schon über 200 Folgen von diesem Spiel aufgenommen habe, bin ich immer wieder begeistert. Immer wieder neue Orte, neue Ausblicke, neue Momente, die man aber leider immer nur alleine genießen kann, denn nach wie vor ist unser Protagonist alleine und kämpft alleine ums Überleben. Weil die Frage ist ja immer noch nicht, ob wir es schaffen werden, sondern wie lange schaffen wir es? Denn es gibt keinen Weg hier raus. Wir werden definitiv irgendwann sterben. So oder so wird unser Protagonist sterben. Die Frage ist nur, wann und wie. Weil heil hier rauskommen wird er nicht. Das ist ja leider Fakt. So, aber wie dem auch. Nein, nicht anziehen. Mein Gott. Gute Mütze anziehen, die hier zerlegen. Haben wir immer noch ein bisschen Kleidung, die zerlegt werden muss. Aber es geht eigentlich von der Zeitspanne her. Das sind ja auch bisher nur Mützen und Schals, die verbrauchen ja nicht so viel Zeit. Das Heftige kommt ja noch, die Schuhe, die ganzen Pullover, Jacken jetzt hier. Da geht er die Zeit drauf. So, wir haben die Wollunterhose, die ist definitiv besser, dann können wir die hier zerlegen. Lieber nochmal drüber schauen, bevor ich hier nachher noch was Falsches kaputt mache, ist mir schon einmal passiert. So, danach sollten wir mal nach Essen und Trinken gucken und Ausdauer und alles. Ja, es ist auch ein bisschen kalt jetzt. Mal sehen.
würde ich sagen, schlafen wir mal so 3 Stunden. Sein Tagesrhythmus ist natürlich jetzt dann vollkommen aus der Bahn geschmissen, wie bei manch einem Let's Player auch. Kenne ich ja selber manchmal. Ja, das kommt hin. Das kriegen wir so hin. So, dann schauen wir mal. Nein, nicht anziehen, sondern auch wieder zerlegen. Gucken wir, dass wir bei 6, 7 Stunden nochmal so über den Zustand blicken. Noch ist ein bisschen Zeit. Noch können wir ein bisschen zerlegen. Da geht noch ein bisschen. Das Wetter wird ungemütlich draußen. Wir sind ja zum Glück hier windgeschützt, auch wenn wir natürlich dennoch die Kälte so oder so abbekommen, zum gewissen Maße. So, wie sieht es denn aus? Prinzipiell ganz gut. Essen und trinken wir noch mal was. Das waren jetzt hier alles Reste. Auch okay. Sind wir es mal losgeworden. Müssen wir noch mal ein bisschen vorrätig mitnehmen. Wenn wir das jetzt hier wieder nach Zustand sortieren, dann machen wir das wie folgt. Mal ein, zwei Dosen auch mitnehmen. Machen wir mal weiter. Den restlichen Kram auch noch loswerden hier. Handschuhe haben wir ja unsere, die tadellos sind, mit 99%. Und notfallshalber könnten wir jetzt auch Gott sei Dank reparieren, da wir die ganzen Nähutensilien auch dabei haben. Ist das auch kein Problem. So, unsere Mütze hat aber nicht mehr so einen super guten Zustand. Die können wir dann auch mal reparieren. Aber erstmal die Schuhe hier zerlegen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir dieses Leder überhaupt mit runternehmen sollten. Wenn es nachher drauf ankommt, von wegen Platz sparen und hier und da, dann verzichte ich dann ganz gerne mal lieber auf dieses Leder. Und auf Holz natürlich auch, auf die Seile. All das, was wir dann unten nicht mehr brauchen. Da nehme ich dann lieber nur die nötigsten Sachen mit. So, dann haben wir jetzt gleich schon mal den ganzen Kleidungskram aussortiert. Haben jetzt 25 mal Stoff, also vom Gewicht her haben wir definitiv gespart. Ist dann schon mal weniger Ballast. Gut, jetzt kann ich den Nähkram hier auch mal reinpacken. Das Gewehr kann ich eigentlich auch noch mal wegpacken. Das brauche ich ja jetzt hier oben erstmal so nicht. Ja, wenn ich jetzt sage, ich würde jetzt nur diese Lampe mitnehmen, dann müsste ich jetzt aber erstmal überprüfen. Ach, sie hat 1 Liter. Ja, das ist ja dann super. Dann lege ich die jetzt einfach mal sicherheitshalber hier ab, damit ich da keinen Unsinn mache. Und die anderen mache ich dann alle kaputt. Ist zwar schade um den Brennstoff, aber ihr seht ja selber 1,4, 1,5. Die sind vom Gewicht so schwer, dann müssten wir allein schon wegen den Lampen eine Extratour machen. Und das will ich definitiv nicht machen. Von daher zerlegen wir sie auch, dass wir zumindest den Getting dark out Metallschrott here. daraus Time to look for haben. shelter. Ach, ich habe doch Brennstoff wieder gewonnen. Hat sich das ja alles erledigt? Mit meinem Rätsel. Nö. Aber wahrscheinlich würde ich das wieder kriegen, wenn ich so einen Behälter hätte. Naja. Wie gesagt, halb so tragisch. Wir haben in Coastal Highway haben wir noch so viele Kanister davon und vor allem noch so viele Lampen und Lampenöl auch noch. Also, da wird uns nicht der Treibstoff für die Lampen ausgehen. Definitiv nicht. Da haben wir dann ganz andere Probleme. So, dann schauen wir mal. Wir schlafen mal wieder. Schlafen wir mal direkt 5 Stunden. Wir müssen mal auch schauen, wie das mit dem Bärenfell-Schlafsack aussieht, vom Zustand her. Nicht, dass der uns nachher noch kaputt geht. Das wäre ja richtig ärgerlich.
Alles soweit ganz gut. Wir trinken uns eine Gipfelbrause und dann können wir noch mal 5 Stunden schlafen. So. Dann haben wir wieder Tageslicht, sind top ausgeruht und sehen vor allem auch, was wir dann auch immer machen werden. So, aber erstmal aufheben, dann schauen wir mal drüber. Na, der Zustand ist nicht mehr so gut, das ist jetzt sehr ärgerlich. Bärenfell haben wir jetzt auch nicht hier. Verdammt. Gut, das, was ich machen kann, ist immer wieder den Schlafsack lieber reinpacken, wenn ich ihn nicht nutze. Das hält ihn natürlich ein bisschen frischer. Aber dennoch ist das jetzt ärgerlich. Aber gut, wir wollen ja auch nicht Ewigkeiten hier oben bleiben. Wir wollen ja hier oben nur die ganzen Sachen verbrauchen und dann wieder nach unten gehen. Das war von vornherein ja unser Ziel. Weil hier oben zu überleben auf mehrere Tage gesehen, macht das ja auch gar keinen Sinn. Allgemein überleben. Wir sind jetzt bei Tag 261, fast 62. Es geht auf die 300 Tage zu, so allmählich. Nicht schlecht. Jetzt aber erstmal weiter Lampen zerlegen. Was in erster Linie momentan ein bisschen wichtiger ist. Spart jetzt auf jeden Fall richtig viel Gewicht. Ich meine, ich hätte die jetzt auch hier lassen können, irgendwann mit einem Kanister hier hinkommen können. Aber ganz ehrlich, nee. Ich bin zwar ein Messi, ich sammle alles wirklich hier in dem Spiel, aber nee, das mache ich dann nicht. Das ist mir dann eindeutig zu viel Arbeit. Extra nochmal mit dem Kanister hier hochzukommen. Das muss definitiv nicht sein. So, jetzt haben wir den Hammer, die Säge. Die Säge ist im Endeffekt das Einzige, was ich behalten wollen würde. Und die Lampe natürlich. Wo wir unten auch Lampen haben, aber halt für hier oben. Das sieht definitiv schon mal besser aus. Ja, müssen wir jetzt mal schauen. Bastelkram, da legen wir jetzt mal den Metallschrott ab. Das ist soweit ganz gut. Die Waffe könnten wir eigentlich, wie ich schon vorhin erwähnt, auch mal ablegen. Messer behalten wir einfach mal. Aber warum? Die brauchen wir auch nicht. Wir brauchen nur eine Axt, falls wir dann Holz holen wollen. Die ist aber nicht im Medizinschrank, sondern hier unten. Das ist das Einzige, wenn dann, was wir bräuchten. Streichhölzer haben wir auch. Trinken. Trinken müssen wir auch, denke ich mal, wieder ein bisschen was abkochen. Da geht ja doch einiges für drauf. Wir könnten vor allem sehr viel Tee machen. Dann auch ein bisschen nährreicher. Nehmen wir noch mal ein paar Dosen mit. Ja, aber sonst haben wir hier noch ein bisschen was zu vernaschen. Also zu essen haben wir noch genügend. Wenn wir dann Tee machen, können wir sogar noch länger ausharren. Was wir dann auch machen werden. Ich schaue nochmal hier überall drüber. Ist hier alles soweit konformer geregelt? Ja, das sieht so aus. Da habe ich dann alles soweit souverän geleert. Es ist dann wirklich nur noch das, was vorne ist. Es geht eigentlich. Wir müssen dann einfach nur mal bei Zeiten gucken, wenn wir ein bisschen halt weggegessen haben und so, wie es denn aussieht. Wasser kochen müsste ich dann auch und dann können wir auch gleichzeitig Tee kochen. Nee, ich gehe immer wieder in die falschen Container. Hab das System hier halt noch nicht so drin. Nehmen wir mal Tee komplett mit. Ja, ansonsten müssen wir halt nur Wasser kochen und dann halt daraus Tee. Dann können wir eine richtig große Kochsession machen. Also so 20 Liter Wasser müssen wir da bestimmt einschmelzen. Und dann halt daraus jeweils den Tee. Hatten wir noch Lackperlinge oder so? Ach Mann, gehe schon wieder an die falsche Seite. Ja, hatten wir, aber das reicht nicht mehr, um noch was zu kochen. Gut. Kaffee haben wir auch noch ein bisschen da. Könnten wir erhitzen. Müssen wir aber auch nicht.
aber so im Groben und Ganzen allmählich das Zeug so loswerden. Sollten wir hinkriegen. Ja, Holz dürfte auch reichen. Ich würde sagen, wir machen das, aber das machen wir erst in der nächsten Folge von The Long Dark. Das ist dann übermorgen. Eher unspektakulär, kochen und überleben hier oben, aber das ist nun mal auch Teil des Spiels. Wenn ihr es sehen wollt, schaltet einfach übermorgen wieder ein. Und ich sage, bis dahin.